Liebe Freunde und Interessenten von Thalhausen.net, in 15 Tagen ist Frühlingsanfang und die Umschaltung zur Sommerzeit ist auch nicht mehr weit. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Heute am Aschermittwoch ist der Beginn der Fastenzeit. Eine Zeit der Reinigung und der Neuorientierung. Eine Chance, den Blick wieder für das Wesentliche zu schärfen. Auch der Endspurt des kommunalen Wahlkampfes nähert sich auch seinen Höhepunkt. Die Spannung steigt für so viele bis ins Unerträgliche. Nach dem 16. März werden viele Wählerkandidaten voller Bestätigung und Freude erfüllt sein. Die anderen werden eine gewisse Zeit brauchen, um die Niederlage zu verdauen. Ein Trost bleibt den geschlagenen Kandidaten. Sie müssen ihr Wahlversprechen nicht halten. Ich möchte mich auch bei jedem Kandidaten, egal welcher politischen Glaubensgemeinschaft er oder sie angehören, herzlich bedanken. Jedes einzelne Engagement für unsere Gemeinde ist ein hoffnungsvolles Zeichen und nicht selbstverständlich. Wenn einer im Wahlkampf zu schimpfen hat, dann sind es die Wähler, nicht die Politiker. Bloß mit Schimpfen darf aber auch nur der, der aktiv seine Stimme abgegeben hat. Deshalb nehmen Sie bitte unbedingt die Gelegenheit am 16. März wahr, die politischen Geschicke unserer Region mitzubestimmen. Ich wünsche Ihnen nun allen eine segensreiche Fastenzeit und einen Frühling für die Seele. Bleiben Sie uns treu, auf Thalhausen.net, da wo das Leben wohnt.